Die Landesleitung der Gewerkschaft Justizvollzug Bayern zu Besuch bei der DEPOLG Bayern. Und schnell wurde klar, dass beide Gewerkschaften viele gemeinsame Themen haben. Personalausstattung, Beförderungszeiten, Zulagen nannte Ralf Simon, der Landesvorsitzende der JVB Bayern. Aber ebenso wie bei der Polizei gibt es auch mit der neuen Uniform Probleme. Zufrieden sind wir, was das Erscheinungsbild angeht, sehr. Ich glaube, da hat sich viel Positives entwickelt. Natürlich gibt es Qualitätsprobleme. Da haben wir heute auch festgestellt, dass wir hier sehr viele Gemeinsamkeiten haben, an denen wir arbeiten müssen. Das heißt, ja, Qualität der Hose, Qualität des Hemdes, das sind die Gemeinsamkeiten da. Da muss was verbessert werden. Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden und über gemeinsames Logistikzentrum in Bayern würden wir uns natürlich freuen. Also die Diskussion hat ja heute gezeigt, dass die Kritik, die in der Polizei an der Uniform geübt wird, auch die gleiche Kritik ist, wie sie die Justizvollzugsbediensteten kennen und erleben. Und insofern wäre die Frage der Qualität, Qualitätssicherung eben auch für eine gemeinsame Anstrengung, für ein gemeinsames Logistikzentrum Bayern sinnvoll. Weitere negative Gemeinsamkeiten, so wie Polizeibeamtinnen und Beamte, müssen auch Justizvollzugsbeamtinnen und Beamte sehr lange auf eine Erfüllungsübernahme warten. Die Übergriffe nehmen leider zu auf unsere Bediensteten und auch das ist ein wichtiges Thema. Ja, da müssen wir schauen, was wir tun können. Wir haben halt festgestellt, dass die Wartezeiten sehr lange sind, bis tatsächlich Entscheidungen getroffen werden und der betroffene Kollege dann auch eine Entschädigung erhält und der ein oder andere eben aufgrund der langen Wartezeit aufgibt und sagt, gut, ich verfolge das nicht weiter, weil es mir einfach zu lange dauert. Die beiden Landesvorsitzenden vereinbarten, weiter eng in Kontakt zu bleiben und zu versuchen, bei gleichen Themen gemeinsam mehr zu erreichen.